Heute gebe ich dir 7 Tipps, wie du bessere Vocalaufnahmen von zu Hause aus machen kannst, und wir starten genau jetzt. Hallo, ich bin Martin, und wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier lernst du, wie du bessere Musikproduktionen oder Gesangsproduktionen von zu Hause aus machen kannst. Ich will ehrlich sein, gute Gesangsaufnahmen von zu Hause aus zu machen, ist eine echte Herausforderung, weil du hast einfach nicht die professionelle und schalloptimierte Umgebung eines Tonstudios. Deswegen müssen wir Home-Recording-Menschen ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ein Hinweis gleich vorweg: Es ist keine gute Idee, Gesangsaufnahmen im Kleiderschrank zu machen, auch wenn sich dieses Gerücht im Internet hartnäckig hält. Ein Kleiderschrank verfügt einfach nicht über genug Masse, um den Raumhall zu absorbieren. Der Raumhall in einem Kleiderschrank ist zwar sehr klein, wird aber gerade durch diese Enge sehr extrem komprimiert und dadurch sehr laut auf die Aufnahme mit aufgenommen. Also mach deine Gesangsaufnahmen nicht im Kleiderschrank, und damit komme ich zu Tipp Nummer 1. Such dir den akustisch besten Raum deiner Wohnung aus. Stell dich am besten in jedes Zimmer, klatsch mal in die Hände und hör, wie stark dieser Raum nachhallt. Versuche dann, den Raumklang noch trockener zu machen, indem du möglichst schweres, schallabsorbierendes Material hineinschleppst. Zum Beispiel Matratzen, Kissen, schwere Vorhänge sind auch ziemlich gut geeignet. Jetzt sollte dein Raum schon wesentlich besser klingen. You give me love in pieces. You give me love in pieces. Noch ein kleiner Zusatztipp: Am besten sind Räume, die wenig glatte Oberflächen haben. Also eine Küche oder ein Bad ist eher weniger geeignet. Und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 2. Positioniere dein Mikrofon an der optimalsten Stelle. Diese Möglichkeit wird oft sehr unterschätzt. Also lass dir da ruhig Zeit, um die optimale Position für dein Mikrofon im Raum selber zu finden. Hierzu gebe ich dir nochmal 3 Tipps. Erstens, stell dein Mikrofon möglichst weit entfernt von der Wand auf. Zweitens, stell dein Mikrofon nicht in der Zimmermitte auf. Und drittens, wenn möglich, versuche, dein Mikrofon in eine Zimmerecke auszurichten. Wenn du dich an diese 3 Tipps hältst, verhinderst du, dass unangenehme Raumfrequenzen mit aufgenommen werden. Tipp Nummer 3, der richtige Winkel des Mikrofons. Genauso wichtig wie die Positionierung des Mikrofons im Zimmer selber ist der Winkel, in dem du das Mikrofon zum Sänger einstellst. Und auch hier habe ich wieder 3 Faktoren für dich. Erstens, die Distanz des Mikrofons zum Sänger selber. Wenn du ein Kondensatormikrofon für deine Gesangsaufnahmen benutzt, und das ist meistens der Fall heutzutage, dann erhältst du bei ca. 30 cm Abstand von Sänger zum Mikrofon einen sehr luftigen und offenen Klang, und bei ca. 10-12 cm Abstand zum Mikrofon einen eher warmen und intimen Klang. Das ist aber jetzt keine Regel, sondern das sind nur so grobe Anhaltspunkte. Ich würde dir aber raten, bei einem Kondensatormikrofon nicht näher als 5 cm ans Mikrofon zu gehen, denn da kann so eine Aufnahme sehr, sehr dröhnend klingen. Wenn du ein dynamisches Mikrofon benutzt, dann kannst du sehr, sehr nahe an das Mikrofon hingehen. Das ist kein Problem, denn dafür sind solche Mikrofone gemacht. Aber wie gesagt, im Home-Recording-Bereich und insgesamt für Gesangsaufnahmen kommen so dynamische Mikrofone eher selten zum Einsatz. Der zweite Punkt ist die Höhe des Mikrofons. Meistens wird das Mikrofon direkt auf die Lippen des Sängers ausgerichtet, aber du kannst ruhig ein bisschen rumexperimentieren, denn auch wenn du das Mikrofon ein bisschen höher oder etwas tiefer zum Sänger hin einstellst, kannst du ganz interessante Effekte erzielen. Es ist relativ einfach: Wenn du das Mikrofon etwas höher ausrichtet, dann wird der obere Frequenzbereich der Gesangsaufnahme eher betont. Wenn du das Mikrofon eher tiefer einstellst, dann kannst du den unteren Frequenzbereich betonen, also den Brustbereich, und das kann ganz gut zum Beispiel für Rockaufnahmen sein. Der letzte Punkt ist der Winkel des Mikrofons zum Sänger hin oder am Sänger vorbei. Meistens wird das Mikrofon immer direkt gerade auf die Lippen des Sängers ausgerichtet. Du kannst aber auch versuchen, das Mikrofon etwas seitlich zum Sänger auszurichten. Das kann sehr hilfreich sein, wenn dein Sänger oder deine Sängerin sehr viele Sibilanten, also wie S- und P-Laute, generiert und die störend in der Aufnahme sind. Dann versuch einfach mal so circa 20 Grad am Sänger vorbei das Mikrofon auszurichten. Dadurch kannst du sehr gute Effekte erzielen und diese Sibilantengeräusche ein bisschen minimieren. Du hast also den besten Raum deiner Wohnung ausgesucht und hast ihn bestmöglich schalloptimiert. Check. Du hast die beste Stelle für dein Mikrofon im Zimmer ausgesucht. Check. Und du hast das Mikrofon optimal auf den Sänger oder die Sängerin ausgerichtet. Check.
Aber hast du auch das richtige Mikrofon? Das ist jetzt die große Frage, gibt es überhaupt ein richtiges oder ein falsches Mikrofon? Nein, das gibt es natürlich nicht. Mit richtigem Mikrofon meine ich, dass du das richtige Mikrofon für deine Stimme raussuchen musst. Und das ist natürlich nicht unbedingt das teuerste Mikrofon. Wenn du mit anderen Sängern zusammenarbeitest, dann ist es natürlich toll, wenn du eine kleine Auswahl an Mikrofonen hast, aber das ist immer auch eine Kostenfrage. Wenn du nur dich selber aufnimmst, dann solltest du einfach mal in ein Fachgeschäft gehen und verschiedene Mikrofone ausprobieren und das raussuchen, das deine Stimme optimal wiedergibt bzw. optimal aufnimmt. Tipp Nummer 5. Mach dich vor der Gesangsaufnahme warm. Dieser Punkt wird beim Home Recording leider sehr, sehr oft vergessen, denn nach der nervenaufreibenden Raumoptimierung und Mikrofonpositionierung möchtest du jetzt endlich mit deiner Gesangsaufnahme anfangen und dann vergisst du, dich warm zu machen. Aber damit machst du einen großen Fehler, denn eine warm gemachte Stimme ermüdet weniger schnell, sie ist leistungsfähiger und sie klingt in der Regel auch besser. Das ist genau das gleiche wie beim Sport. Mach deine vorherigen Mühen also nicht zunichte, indem du auf diesen wichtigen Punkt verzichtest. Tipp Nummer 6. Der richtige Eingangspegel. Achte bei deiner Gesangsaufnahme unbedingt darauf, dass du den Eingangspegel nicht zu heiß fährst. Das passiert sehr oft bei Home-Recording-Aufnahmen, denn da sind öfter auch mal ein bisschen unerfahrene Sänger und die sind sich nicht so ganz sicher beim Einsingen von ihrer Stimme und deswegen singen sie zu einem sehr, sehr lauten Playback oder Guide-Track ein und neigen dann zu schreien, vielleicht weil sie auch ein bisschen nervös sind. Und dann ist es oft so, dass an bestimmten Stellen zumindest die Aufnahme sehr übersteuert und dass man dann Teile davon gar nicht mehr verwenden kann, habe ich schon oft erlebt. Deswegen versuche deinen Eingangspegel nicht zu heiß zu fahren. Als Faustregel kannst du dir merken, dass es völlig ausreicht, wenn im Kanalzug die Anzeige ungefähr bei der Hälfte tänzelt, wenn du einsingst. Weil lauter machen kannst du die Aufnahme später immer noch. Übrigens, wenn dir das Video bisher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Tipp Nummer 7. Singe deinen Song möglichst in großen Stücken ein. Ich weiß, dass hier viele nicht meiner Meinung sein werden, aber ich persönlich finde es immer viel ehrlicher und die Aufnahme immer viel mehr aus einem Guss, wenn du in so großen Parts einsingst. Also zum Beispiel Vers, Pre-Chorus, Chorus, dann vielleicht eine kurze Pause und dann den Rest des Songs oder bestmöglich den Song komplett zweimal einzusingen und dann die besten Takes rauszusuchen. Ich finde, das klingt immer besser wie so zusammengeschnitzelte Aufnahmen, wo du immer nur zeilenweise oder gar nur wortweise einsingst. Ich finde, man hört das immer so ein bisschen, wenn die Aufnahme zusammengeschnipselt ist. Einen Song jetzt in so großen Passagen oder gar am Stück einzusingen, setzt natürlich voraus, dass du den Titel wirklich gut kannst und vorher geübt hast. Aber das ist beim Einsingen ja sicher von Vorteil. Kannst du jetzt also professionelle Gesangsaufnahmen von zu Hause aus machen? Ich denke, es wird schwierig, wirklich mit einem großen, professionellen Tonstudio zu konkurrieren, das einfach die bestmöglich akustisch optimierten Räumlichkeiten hat. Aber wenn du die Tipps beachtest, die ich dir heute gegeben habe, dann kannst du mit Sicherheit sehr, sehr gute Gesangsaufnahmen von zu Hause aus machen. Was mich jetzt noch interessieren würde, sind deine Erfahrungen. Hast du schon mal Vocals zu Hause aufgenommen und wie achtest du darauf, dass du das Bestmögliche rausholst? Und wenn du dich für Vocal Recording im Allgemeinen interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir, wie du den EQ für Vocals in 3 Schritten perfekt einstellen kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben, lass mir einen Kommentar da oder vielleicht sogar ein Abo und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!